So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Herr der Ringe. Wir sind im Problem nicht weiter, aber ich kann mir jetzt endlich merken, wer die Schleuder hat. Oder die Kette, oder was auch immer. Es ist Dori. Oben in der Ecke unter seinem Porträt. Dori. Er ist eine Makrele, oder was dieser blaue Fisch auch immer darstellen soll. Ist das eine Kumpelattacke? Das ist Gandalf. Oder ist Gandalf hier für das Blaue zuständig? Komm schnell! Wohin führst du uns? Ah, Gandalf ist für das Blaue zuständig. Jeder Zwerg kann das auch machen. Sogar Dori. Der Zwerg heißt Dori. Ist das gut? Der Zwerg heißt Dori. Jetzt mach kaputt machen, alle. Du warst es mit. Nee. Du warst es mit dem Bogen, ne? Was bist du denn für ein Legolas-Verschnitt, dass du nur ein Ziel zur Zeit anvisieren kannst? Nur zwei. Die anderen Stalaktiten kann man sicher auch noch runterschießen. Das ging nicht, weil. Aus Gründen. Okay, dann bleibt er halt oben, weil er gemein ist. Und wir nehmen ein. Nehmen wir Dori, der hat einen Umangriff, das macht auf meinem Platz. Dori! Er heißt Dori, das ist ein Mädchenname. Nein, ist es nicht. Eigentlich ist Dori gar kein Name. Ich habe noch nie jemanden oder irgendetwas getroffen, außer ihm und dem Fisch von Findet Nemo, der Dori heißt. Aber er heißt Dori, das finde ich gut. Den Namen kann sogar ich mir merken. Und Killy. Okay, Dori und Killy. Sehr cool, wenn wir Angriffe nehmen, die nicht eine Stunde dauern zum Ausführen. Pseudo-Kämpfe hier wieder. Also das mit Sterben wollen sie eben hier auch schwer machen. Finde ich gut. Ja. Realistisch. Aber das ist wohl ein Spiel, das nicht unbedingt für das Hauptpublikum von The Hobbit gedacht ist.
Also nicht unbedingt für Leute plus 18. Das haben wir nicht gehört. Ich komme immer noch nicht darüber weg, dass vor ein paar Tagen die Trolle einfach verkleinert wurden, weil sie in Sonnenlicht geraten sind. Das geht gar nicht. Aber irgendwie konnten die ja auch reden, im Vergleich zu allen anderen Trollen, die sie jemals getroffen haben. Und es war scheinbar auch für die Lösung der Situation zwingend nötig. Aha. Böser, böser Gandalf lässt einfach die Zwerge retten. Verhindert ihren sicheren Tod. Das ist ja mal echt unfreundlich von ihm. Wie kann er nur? Also nach Charakterfreischaltung sind wir jetzt so zu fast der Hälfte durch. Da wäre ich echt enttäuscht. Andererseits haben wir auch letzte Runde, glaube ich, 8 Charaktere freigeschaltet. Oder vorletzte. Ja, komm. Wir haben nicht den wahren Meisterdieb bekommen. Ja. Erschöpft und müde von der Reise verließ die Gemeinschaft den verborgenen Pfad und fand sich in der Nähe von Bruchtal wieder. Beim letzten heimeligen Haus östlich der See. Dort suchten sie Rat bei Elrond, einem der wenigen Elben, der das Geheimnis ihrer Karte entschlüsseln konnte. Und dem eigentlichen Geschichtenerzähler von Herr der Ringe. Dam, dam, dam. Wir sind ja wieder nicht auf Schatzsuche. Aber den Schatz nehme ich mit. Ah, wo ist mein allerliebster Lieblingszwerg? Ja. Ich wollte sagen, oh, das wird aber knapp. Das sollte ich vielleicht nicht sagen, wenn ich das gerade geschafft habe. Das klingt ja so nach, das wird knapp, aber ich bin so gut. Nein. Das wird knapp. Ich hau oft genug daneben bei den Dingern. Wir haben einen Busch zerschlagen. Wir kriegen jetzt einfach Holz. Meine Seile, okay, lasse ich mich noch überreden, dass ich das okay finde, aber Holz. Man unterscheidet nicht umsonst zwischen Busch und Sträuchern. Also Busch- oder Strauchpflanzen und Bäumen. Gandalf! Herr Elrond,
Ungewöhnlich für Orks, unserer Grenze so nahe zu kommen. Irgendetwas oder irgendjemand hat sie wohl angelockt. Ah, das könnten wir gewesen sein. Willkommen, Thorin, Sohn des Thrain. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Und was wolltet ihr auf der großen Oststraße? Unsere Angelegenheiten gehen die Elben nichts an. Du meine Güte, Thorin, zeig ihm die Karte. Erebor. Ah, Kirf Ithil. Mondrunen. Vermögt ihr sie zu lesen? Na, da stellt sich aber jemand an. Aber der Ork ist auch nicht unbedingt viel besser. Also, dass der immer noch auf Rache aus ist. Ich meine, er hat die ganze Stadt ausgerottet. Er hat sein eigenes Königreich und sehr mächtige Verbündete. Das sollte irgendwann mal reichen. Ja, Thorin, wir wissen, du magst die Elfen. Aber lass sie trotzdem an. Meine Güte, dieser Elrond redet ja endlos. Das ist eine Ratssitzung. Bei Politik geht es nicht darum, viel zu tun. Da wird erstmal viel geredet und dann beschlossen, was andere zu tun haben. Ne? Erster Ansatz zum kollektiven Bewusstsein. Einer trifft Entscheidungen. Oder ein ausgewählter Rat. Weil die Entscheidungsfindung viel schneller geht, wenn man 3, 5 oder auch nur einen hat, als wenn man 20 Millionen abstimmen lässt über jeden Scheiß. Kannst du helfen? Ja, zum Beispiel sollen die krebsverursachenden Kaugummis, die radioaktiv verstrahlt sind, jetzt erlaubt oder verboten werden? Da muss man keine Volksabstimmung machen. Ist klar, dass da eigentlich jeder vernünftige Mensch sagen würde, ja, die verbieten wir. Wir wollen keine Kaugummis, die unsere Bürger verstrahlen, krebsen und töten. Außer man wird von der Zuckerlobby gesponsert, dann sagt man natürlich, hey, da ist 80% Zucker drin. Kannst du helfen? Noch immer suchen die Orks diese Lande heim. Sie greifen im Schutze der Nacht an und lauern in dunklen Höhlen. Die Dunkelheit ist ihr Verbündeter. Also wäre eine leuchtende Düsterwaldfiole eine große Hilfe im Kampf gegen die Orks. Darf ich dich bitten, mir eine zu beschaffen? Bringe den Elben eine Düsterwaldfiole aus den aus den Tiefen des Levels Fliegen und Spinnen. Und das ist sogar im Englischen nicht so zweideutig, schätze ich mal, wie im Deutschen. Weil jeder wird natürlich jetzt sofort an die kleinen geflügelten Insekten und die achtbeinigen Nicht-Insekten denken. Allerdings, vielleicht meinen sie ja auch das Fliegen im Sinne von Flugzeug und Spinnen im Sinne von Durchdrehen. Wird gleich geschrieben. Ja, ich will es abbauen. Ach, falscher Hammer. Ja, dann geh doch weg, Thorin. Geh doch nach Hause. Achso, willst du ja. Aber irgendein fetter Drache verhindert das. Ist doch kein Problem. Ich hab's jetzt. Von 3 Versuchen habe ich 2-mal die Mitte getroffen. Leider die beiden späteren Versuche und nicht den ersten.
Ja, wir gucken uns das später alles an. Kannst du helfen? Ernsthaft? Seid ihr nicht irgendwann durch damit? Ist schön. Schlaf weiter. Später gucken. Was willst du denn? Ich konnte nicht überhören, dass einer deiner geschätzten Zwergengäste vorhin ein Gericht namens Pommes erwähnte. Ich möchte das selbst einmal probieren. Wenn ich etwas namens Kartoffel hätte, könnte ich es zubereiten. Sie sollen in den Felshöhlen wachsen. Kartoffel. Eine Anspielung aus einem Zitat. An ein Zitat aus Herr der Ringe. Den Beweis finden, Kartoffel. Aber komm, die Elben. Mit über ein paar tausend Jahre alt kennen noch nicht das einfache Gericht Pommes. Ich glaube, das ist so ziemlich das erste, was nach der. Also das erste Essen, das in Bezug auf Friteuse erfunden wurde. Was schmeißen wir in diese Lache aus blubberndem, flüssigen, kochendem Fett? Rot? Nein. Rot geht nicht. Wie wär's mit Kartoffeln? Ja, Kartoffeln gehen. Gut, fertig, Pommes. Französische Pommes de frites. Oder frittierte Kartoffel. Außer es heißt was anderes, dann würde ich das gerne wissen. Aber so wurde es mir in zu antiken Zeiten mal übertragen. Damals, in der grauen, grauen, dunklen Vorzeit. 1995. Ja. Gandalf, dreh nicht durch, weil du nasse Füße kriegst. Kalte Füße hätte ich ja jetzt verstanden, aber nasse Füße sind kein Grund. Orks waren früher Elben. Wusstest du das? Ja. Nun, es ist kompliziert, aber ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Bitte schmiede mir ein paar Elben-Mithril-Pantoffeln, damit ich zu meinen Wurzeln zurück kann. Ich belohne dich mit diesem Juwel, mit dem du Schätze finden kannst. Das klingt mir nach einer guten Idee. Bla bla bla, Mithril bei dem Schmied in Bree. Entwürfe sind überall zu finden. Achso, das gab jetzt einfach nur Geld. Okay. Nee, da war noch nicht. Ja. Verarschen. So, du warst da schon fast drüben. So. Die 20 Minuten sind jetzt offiziell rum. Jam, 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 sind rum. Hat wieder geklappt. Sehr schön. Hat nicht geklappt. Minimal daneben. Dim, dim, dim. Oh, Diamant, das wird schwer. Zu früh. Spät. Nix.
Zum Glück brauchen wir Diamanten. Da drüben ist noch mehr Diamanten. Ja, das schaffen wir nicht. Kann man Charakter haben, der nicht 1,10 Meter groß ist? Oder Gandalf. Ach, jetzt geht's wieder, ne? Jetzt, wo wir keine Diamanten abbauen. Aber Gold ist auch okay. Haben wir zwar sehr viel von, aber Gold ist auch okay. Ist Mithril, wenn er nicht abbaut. Mithril ist kein Rohstoff. Doch, ist es. Nur ein ganz besonderer. Haha! Jetzt hat das mal ordentlich geklappt. Bam! Ja, können wir mit später spielen. Noch mehr Sachen zum Abbauen. Wir kommen heute nicht mehr zum Anfang des nächsten Levels. Wir bauen heute alles ab. Ich habe keine Ahnung, wofür ich es brauche oder warum oder ob. Aber ich will es haben. Ja, wir brauchen einmal Gabba Gandalf, der immer noch unten steht. Trotzdem fast größer ist als die Zwerge, die hochgelaufen sind. Nur weil wir gemein sind und Zwerge mobben. Brauchen wir den nächsten? Nee, den nicht. Balin. Balin kenne ich nicht. Die gute liebe Black Yet. Oder... Ich weiß nicht, ob sie ihren YouTube-Namen inzwischen geändert hat. Aber eine gute, gute Freundin und scheinbar auch Zuschauerin hat erwähnt, dass wir auch mit Gimlis Papa unterwegs sind. Und ich weiß nicht, wer von denen das ist. Gloin. Gloin ist Gimlis Papa, glaube ich. Irgendwas in die Richtung hatte sie gesagt. Geht das auch von der Seite? Ja. Und das erstaunt mich sehr. Also nicht, dass Gimli überhaupt einen Vater hat, sondern dass wir den hier spielen. Und warum haben wir das gerade gemacht? Ich tippe mal nur so. Ich würde da ja gerne Pfeile reinschießen, aber damit können wir eh nichts anfangen. Passiert was, wenn wir alle drei da reinbekommen? Okay, das können wir jetzt nicht machen. Ja, wir kommen da heute noch an. Stellt euch an den grauen Stein, wenn die Drossel schlägt. Drosseln und die untergehende Sonne ihren letzten Strahl am Durinstag hinabfallen lässt auf das Schlüsselloch. Wir müssen genau an der richtigen Stelle stehen, genau zum richtigen Zeitpunkt. Dann und nur dann kann die Tür geöffnet werden. Manch einer würde dies nicht als weise erachten. Sag mir, Gandalf. Hattest du im Ernst geglaubt, es bliebe unbemerkt, was du im Schilde führst? Der Drache beschäftigt euch schon lang. Hier ist etwas am Werk, das viel bösartiger ist als Smaug. Eine Morgul-Klinge. Sie sprechen von einem Nekromanten in Dol Guldur, ein Hexer, der die Toten wieder auferstehen lassen kann. Gandalf, Sauron wurde bezwungen. Er wird seine volle Stärke nie wieder erlangen. Doch das Anliegen dieser zwergischen Unternehmung beunruhigt mich zutiefst. Mein Herr Elrond, die Zwerge, sie sind fort. Und sie freut sich voll. Ja, wir sind immer noch nicht wieder im Level. Das heißt, wir müssen nicht alles Platz sammeln.
So heißen die kleinen Nupsis. Wirklich. Stuts. S-T-U-L-D. Nee. S-T-U-D-S. Stuts. Gut. Ich würde mal sagen, ich renne jetzt noch ins nächste Level rein. Unbeirrt vom Ratschlag der Elben und des Weißen Rats setzten die Zwerge ihre Reise zum einsamen Berg fort. Ihr Weg führte sie über den hohen Pass, wo sich das Wetter zunehmend verschlechterte. Danke, Saruman. Da bist du ja nicht ganz unschuldig dran, ne? Neues Futter! Vorsicht! Ja, noch ein bisschen mehr, ich kann nur noch umlaufen. Sie sind am Leben! Und gespeichert! Sehr schön. Da, oh, ist der Bergbau ist hier oben. Und da ist, ich will's haben. Du hast ein Stäbchen. Ach so, wir brauchen ein Elf, der hier Bogen frei hat und der da oben reinballern kann und dann rüberspringen und dann wissen wir, was wir zu tun haben. Ich würde mal soweit sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.